Hey, cool, dass du wieder da bist. Heute reden wir über Masturbation, die einen runterholen und warum du unbedingt jetzt damit aufhören solltest, wenn du mehr Erfolg mit Frauen und allgemein in deinem Leben haben möchtest. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben ja öfter schon über das Thema gesprochen, aber es ist ein wichtiges Thema, das ich hier immer wieder gerne anspreche, weil ich gerade für mich persönlich auch wieder merke, was für einen großen Unterschied das tatsächlich macht. Wenn du noch keine von den vorherigen Videos gesehen hast zu diesem Thema, dann freut es mich, dass du jetzt ein Video dazu siehst. Kannst dir die vorherigen Videos gerne angucken, aber das meiste werde ich auch in diesem Video mit dir behandeln. Also, worum geht's? Es geht darum, dass du aufhörst, Pornos zu schauen bzw. zu masturbieren. Das Ganze kennt man auch unter dem Begriff NoFap oder No Porn. Und wie gesagt, dazu gibt es schon ein Video. Warum ist das Ganze wichtig? Und darüber möchte ich heute reden. Zuerst mal gibt es natürlich diese Porno-Seite, die das kann eine Sucht sein. Pornos schauen kann zur Sucht werden und kann dann eben auch gleich die gleichen Effekte haben wie eine Sucht, wie zum Beispiel eine Alkoholsucht, eine Fernsehsucht, eine Computerspielsucht oder was für eine Sucht auch immer. Und Folgen von Sucht sind eben, dass dein Erleben deutlich geschwächt ist, du nimmst das Leben deutlich negativer wahr, positive Emotionen werden deutlich weniger wahrgenommen, weil du halt immer diese Überreizung hast. Na, das kannst du dir vorstellen wie so ein Drogenrausch, da wird dein ganzes Dopamin, dein ganzes Glückshormon auf einmal verbraucht und dann fehlt es dir eben danach und du bist die ganze Zeit auf so einem richtig niedrigen Stand, was deine Zufriedenheit angeht. Und genauso ist das mit der Pornosucht und das Problem bei Pornos schauen ist einfach, dass es ist anerkannt von unserer Gesellschaft. Ja, niemand wird dir sagen, oh mein Gott, Pornos, das ist ja so schlimm. Aber wenn du jetzt Heroin nimmst, dann kommen halt deine Freunde zu dir und sagen, Heroin, oh nein, du machst dir dein Leben kaputt. Aber tatsächlich kannst du auf eine subtile Art und Weise dir auch durch Pornoschauen dein Leben kaputt machen. Indem du nämlich pornosüchtig wirst. Nur haben wir das eben nicht so richtig auf dem Schirm. Und das kannst du ja selbst mal bei dir beobachten oder dich mal fragen, wärst du in der Lage, jetzt vor ein, zwei Wochen mal keine Pornos zu gucken? Oder würdest du dir irgendwie fehlen? Würdest du automatisch draufklicken wollen? Wie sieht das aktuell bei dir aus? Und die meisten Männer haben eine gewisse Pornosucht, wenn jetzt auch nicht auf extreme Art und Weise, sind wir damit doch alle sehr groß geworden. Und das Problem ist einfach, dass wir, und gleich werde ich die Brücke schlagen zum Erfolg mit Frauen. Das Problem ist, dass wir heute in unserer Gesellschaft ganz viele Dinge haben, die schnelle Stimuli sind, die uns schnell Glücksgefühle geben sollen. Ja, wir können mit einem Klick uns Pornos anschauen, 10.000 verschiedene Frauen gucken innerhalb von einer Stunde. Wir können mit einem Klick bei Netflix uns eine Serie anschauen oder einen Film. Wir können uns das Essen nach Hause liefern lassen. Wir haben heute so viele Möglichkeiten, um ganz einfach zu leben und ganz viele Glücksgefühle auf Klick zu bekommen, sage ich mal. Ja, du kannst ein Bild bei Facebook oder Instagram posten und schon kriegst du ganz viele Likes und fühlst dich gut. Und das sorgt leider dafür, dass wir als Menschen immer mehr abstumpfen und dass wir immer mehr in diesem Fall wieder süchtig werden nach all diesen Sachen, nach all diesen Einflüssen. Und das Problem mit Frauen ist eben, dass du durch dieses Pornoschauen, durch diese Pornosucht, den normalen Umgang mit Frauen auch teilweise verlernst. Also das, was du in den Pornos da teilweise siehst, wird dann zu deinem Normalbild vom Umgang mit Frauen. Dem ist aber gar nicht so. Und es sorgt unter anderem auch dafür, dass solche Dinge wie soziale Ängste geschürt werden, also einfach stärker werden. Und so kann es halt passieren, dass Pornos gucken oder allgemein dir ständig einen runterholen, das führt halt in diesen Lifestyle des, okay, ich besorge mir alles schnell, ich möchte alles auf einen Klick haben. Ja, ich möchte mich nicht dafür anstrengen, etwas zu bekommen, sondern ich möchte alles jetzt sofort haben. Und das kann eben dafür sorgen, dass du dein Leben so überhaupt nicht in den Griff bekommst, weil du nicht in der Lage bist, mal auf lange Sicht gesehen für ein Ziel zu arbeiten. Und wenn du jetzt mehr Erfolg mit Frauen haben willst, dann ist das auch eben etwas, was nicht auf Fingerschnips kommt. Erfolg mit Frauen, also wirklich ein Erfolg mit Frauen, nicht ich klicke durch 20.000 nackte Frauen und hole mir einen runter. Nein, wirklich ein Erfolg mit Frauen, das braucht eben Zeit, das braucht eben Arbeit. Und du wirst nicht in der Lage sein, diese Arbeit da rein zu investieren oder in irgendwas anderes in deinem Leben, sei es jetzt Karriere oder Fitness oder was auch immer. Du wirst nicht in der Lage sein, da Zeit zu investieren und durchzuhalten, wenn es deine Gewohnheit ist, alles auf Klick zu bekommen, alles sofort zu bekommen, dieses schnelle Reiz, dieses schnelle Glücksgefühl. Das, was wirklich bleibt, ist, wenn du dir etwas erarbeitest über einen Zeitraum, wenn du hier an, also nehmen wir mal ein Studium als Beispiel, ne, du fängst hier an, dann machst du 5 Jahre dein Studium und dann hast du wirklich 5 Jahre lang dafür gearbeitet, hast durchgehalten, es gab schwierige Momente, es gab gute Momente und am Ende bist du wirklich, kannst du wirklich sagen, hey, ich habe hier was geschafft, ich habe hier was Bleibendes geschafft und vor allem hast du einen Präzedenzfall geschaffen dafür, dass du wirklich durchhalten kannst und das wirst du in vielen Bereichen des Lebens brauchen. Und Porno ist leider wie so eine Art Einstiegsdroge für schnelle Befriedigungen. Das heißt,
Das ist etwas, was wir immer wieder machen. Dann klicken wir wieder auf Pornos, dann schauen wir wieder Pornos, holen wir uns wieder runter. Und das macht es wahrscheinlicher, dass du auch andere schnelle Befriedigungssachen immer mehr suchst. Wie zum Beispiel, ach nee, komm, ich setze mich jetzt nicht hin und lerne nochmal, sondern ich schaue lieber eine Netflix-Serie. Oder ach nee, jetzt Frauen ansprechen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich trinke mal lieber ein Bier oder was auch immer. Das sorgt dafür, dass du allgemein in deinem Leben mehr nach diesen kurzen Belohnungen aushältst, als nach diesen Belohnungen, die du bekommst, wenn du in etwas Zeit investierst. Und du wirst merken, dass die Qualität deines Lebens mit der Zeit immer weiter abnimmt, wenn du immer auf der Jagd nach irgendwelchen kurzzeitigen Befriedigungen bist. Ne, das ist auch so, wenn wir uns mal das Frauenthema angucken, da ist es nämlich genauso. Wenn du jetzt immer nur One-Night-Stands hast, immer nur diese kurzzeitige Befriedigung, aber auch niemals auf eine tiefere Ebene mit Frauen gehen möchtest, in einer Beziehung, und das muss keine feste Beziehung, das kann auch eine offene sein, dann wirst du irgendwann merken, so richtig zufriedenstellend ist das Ganze nicht. Und so ist es auch. Es gibt kaum Menschen, die diesen kurzfristigen Lifestyle führen und wirklich zufrieden damit sind. Und das ist das Problem. Und deswegen ist es so ein Problem, wenn du ständig Pornos schaust oder dir ständig einen runterholst. Na, Pornos schauen ist dann die deutlich schlimmere Sache, weil das kann halt wirklich zu diesem Suchtverhalten führen, was einfach daran liegt, dass durch das ganze Klicken kann so viel Dopamin so schnell ausgeschüttet werden, das ist halt wie eine Sucht. Das Masturbieren an sich ist dann nicht das Riesenproblem, aber ich kenne das aus eigener Erfahrung und auch aus der Erfahrung vieler Leute, die das zusammen mit mir gemacht haben, Coaching-Teilnehmer, mit denen ich das im Coaching gemacht habe. Wenn du mal aufhörst, dir eine Zeit lang runterzuholen, wenn du mal sozusagen deinen Samen sparst, so nenne ich es jetzt mal, dann wirst du merken, wie du plötzlich mehr Energie für andere Dinge hast. Ja, du schleuderst deine Energie quasi nicht aus deinem Körper raus, sondern hast sie für andere Dinge zur Verfügung. Und da gibt es auch interessante Theorien zu. Das sind tatsächlich nur Theorien, da steckt nichts Wissenschaftliches hinter. Ich finde es aber trotzdem interessant, das hier mal zu erwähnen. Das sind Theorien aus dem Osten, die sagen, dass du halt mit jedem Mal, wenn du einen Samenerguss hast, ein bisschen was von deiner Lebensenergie verschleuderst. Da geht es sogar so weit, dass die Leute sagen, man lebt weniger lang, wenn man viele Orgasmen hat. Das hat natürlich keinen wissenschaftlichen Hintergrund. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so, wir wissen das nicht, aber es ist jetzt nichts Bewiesenes. Aber die Idee ist auf jeden Fall sehr interessant, dass dein Körper halt auch zum Beispiel Nährstoffe benutzt, um deinen Sperma herzustellen. Und wenn du das dann rausschleuderst, dann fehlen deinem Körper irgendwie diese Mikronährstoffe und Mineralien oder was auch immer. Wie gesagt, kein wissenschaftlicher Hintergrund. Aber das ist die Idee im Osten an vielen Stellen und finde ich sehr interessant. Uns geht es aber wirklich mehr, wie gesagt, mehr darum, dass wir nicht in diesen Lifestyle des kurzfristigen Befriedigung kommen, sondern dass wir uns angewöhnen, für Dinge zu arbeiten, an Dingen dran zu bleiben. Denn nur so wirst du in der Lage sein, dir das Leben zu generieren, was du wirklich möchtest, wo du wirklich glücklich drin bist. Und auch nur so wirst du wirklich Erfolg mit Frauen haben. Alles andere wird nicht funktionieren. Denn wenn du nur kurzzeitig durchhalten kannst, dann wirst du dieses Thema nicht meistern können. Du wirst nicht regelmäßig auf die Straße gehen. Du wirst nicht regelmäßig Frauen ansprechen. Denn das ist anstrengend. Das ist auch mal hart. Ja, das ist auch mit Niederlagen verbunden. Du wirst Tage haben, wo es nicht funktioniert und du kommst nach Hause und bist deprimiert. Und wenn du dann nicht in der Lage bist, über einen längeren Zeitraum etwas dran zu bleiben oder zu erkennen, dass das nur ein kleiner Teil davon ist und dass der nächste Tag wieder besser sein kann, dann wirst du es nicht durchhalten. Und glaub mir, das ist ein wunderbarer Startpunkt, um zu beginnen. Ja, dass du sagst, okay, ich reboote mich jetzt mal, so nennt man das dann in der Fachsprache, sage ich mal. Ich reboote mich und mache mir jetzt einen Monat mal, wo ich mir keinen runterhole und keine Pornos schaue. Ja, mach das einfach mal für einen Monat. Was hast du schon zu verlieren? Ja, wenn es scheiße ist, kannst du danach immer noch für den Rest deines Lebens dir jeden Tag einen runterholen. Da hast du ja nichts zu verlieren. Probier das mal aus und schau mal, was sich für dich persönlich verändert. Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, denn ich bin gerade auch wieder auf so einer Streak, auf so einem, ja, da bei mir keinen runterzuholen und keine Pornos zu schauen. Es macht was mit einem. Es macht was mit einem als Mann. Es macht was mit einem als Person. Ich fühle mich deutlich besser damit. Kann ja sein, dass es wirklich anders ist. Probier es einfach mal aus. Du hast nichts zu verlieren und glaub mir, die meisten Leute haben dann mehr Erfolg mit Frauen oder allgemein kommen in ihrem Leben besser klar. Das war's vom heutigen Video. Schön, dass du dabei warst. Links neben mir abonnierst du den Channel. Unter mir kannst du dich für einen der Coaching-Plätze bewerben, die jetzt im neuen Jahr offen sind. Hier unten rechts in der Ecke klickst du, wenn du das Video bis hierhin geschaut hast und noch weitere Informationen für deinen Erfolg mit Frauen haben willst. Geil, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.